bin hier in alten Dorfzentrum von Clay, dem alten Bahnhof von Clay. Eigentlich wollte ich nochmal eine kleine Erkundigungstour machen. Das ist heute 29. September. Und da gucke ich so und dann sehe ich in der Ferne ein Licht auf den Gleisen reflektieren. Und da kommt ja auch tatsächlich ein Zug vorbei. Und da habe ich nicht gerechnet. Man sieht schon blinken. Interessant ist auch, der Bahnübergang ist noch geöffnet. Jetzt haben sie eine kurze Leitung. Der Fahrer, der macht da gerade noch so ein bisschen Terz. Den musste ich jetzt ganz fix da an den alten Bahnhof anbinden. Guck da. Da kommt auch schon der Zug. Bahnübergang ist immer noch offen jetzt. Jetzt gehen die Schranken runter. Ohne viel Blim-Blim. Man hofft ja, dass das noch im Bremsabstand des Zuges ist. Das sind Getreidewagen. Gut kennzeichnende in den Gaswagen oder Flüssigkeitswagen. Auch noch mal welche, aber die scheinen leer zu sein, die haben kein Zeichen dran. Das nimmt wie immer kein Ende. Dazu.
Bitte? Why? What? Why? 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 Ja. Asphalt, da ist Asphalt drin. Ich wusste gar nicht, dass Asphalt flüssig ist. Obwohl, naja, gut, ja. Wahrscheinlich der flüssige Oberflächenschicht. Ja, also der Zug hat jetzt bestimmt gute 4 Minuten gebraucht, um hier vorbeizufahren. Sehen wir mal, wie lang die sind. Dann geht auch schon die Schranke hoch. Altes Bahnhofsgebäude in Clay, da steht Cigarville dran. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob das einfach aus einem Ort, der Cigarville heißt, entnommen wurde und dann hier nach Syracuse umgesiedelt wurde, wie man das ja manchmal mit Häusern macht. Ja, muss ich noch rausfinden. Ansonsten merkt man schon, der Herbst kommt, die Bäume werden bunt. Ja, es ist auch deutlich merklich kühler geworden in den letzten Tagen. Morgen oder diese Nacht schon soll der erste Frost kommen. Da gab es vom Bundesstaat New York eine Wetterwarnung, dass man doch bitte seine Zierpflanzen von draußen reinnehmen würde, damit die keinen Schaden erleiden. Das ist doch echt eine nette Geste. Ne? Da sorgt sich die Regierung, sorgt sich um die Hauspflanzen, damit die Orchideen nicht eingehen. Das ist doch sehr nett.